Oh mein Gott, das spawnen Viecher. Oh mein Gott, das spawnen Viecher. Nein, 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 nein. Nein, absolut nicht. Ich habe kein Leben. Ich kann nicht. Absolut, lass mich darauf nicht. Was ist denn das? Ist das eine Katze? Oh, das ist ein Wolf. Nein, bitte lass mich in Ruhe. Ich habe absolut keine Zeit dafür. Ich kann das nicht. Nicht jetzt. Ich habe Leben verloren. Ja, ans Wasser gehst du nicht, oder? Aus drum. Nimm das Wildschwein. Ja, ist das Wildschwein gerade? Oh, das hat sogar ein Wildschwein-Baby bei sich. Oh, das ist so süß. So putzig. Achso, und wir sind jetzt auch hier. Oh, das sieht so gruselig aus. Warum ist das ein Riesenschädel? Von wem ist das der Schädel und warum ist der da so platziert? Warum wird um den Schädel herum was gebaut? Erwartet uns da unser erster DLC? Unser erster DLC, unser erster NPC? Oh, ein Text erwartet uns. Und wieder furchtbare Musik. Ich glaube, wir sind hier wieder bei einem Dungeon. Ein alter Freund, der Jagdkraftort. Von Quatermains Tagebuch. Schließlich kam es doch auf gewohnte Weise. Ich schlief gerade einen unruhigen Schlaf, als es plötzlich schien. Als müsste ich vor einer dichten Nebelwand Halt machen. Die Wand verschwand wie von Geisterhand nach oben und ich erblickte eine dunkle, ätherische Szene. Vor mir lag eine Höhle aus glattem Fels und voller Stalaktiten. Der Boden unter mir war mit Wasser bedeckt und darin trieb das Spiegelbild leuchtender Amethystpilzen. Beinahe in der Mitte des seichten Sees befand sich eine flache steinerne Plattform, die kaum aus dem Wasser ragte. Plötzlich erschien auf diesem Felsen ein gigantischer Humbaba. Humbaba, ey. Komischer Name. Seine Augen waren rot und voller Bosheit. Es stierte durch mich durch, als wäre ich ein Schatten. Dann liefen mehrere Wesen an mir vorbei. Menschen voller Jagdeifer. Ihre Stiefel ließen das Wasser aufspritzen. Mit ihren Lippen formten sie Schlachtrufe. Doch ich konnte nichts hören. Selbst als ich einen warnenden Ruf absetzen wollte, war kein Geräusch zu hören. Hilflos musste ich dabei zusehen, wie einer nach dem anderen fiel. Triumphierend ließ der siegreiche Humbaba ein Brüllen ertönen, das furchterregend, aber ebenfalls unerhörbar war. Dann senkte sich erneut die unheilvolle Nebelwand und ich erwachte mit einem scharfen Schmerz in meinen Oberschenkeln und einen Namen auf meinen Lippen. Jenna. Er hat uns also von einem sehr interessanten Traum erzählt, falls das wirklich ein Traum war und nicht eine Art Weissagung. Oder, ich weiß es nicht. Wenn er einen starken Schmerz im Oberschenkel hat und damit aufgewacht ist, das war bestimmt echt. Irgendwas hat ihn heimgesucht in der Nacht. Das Humbaba hat ihn heimgesucht, was auch immer das ist. Ich wäre dankbar, wenn die Musik endlich aufhören würde, die ist gruselig. Was gibt's denn sonst noch hier zu entdecken? Was ist das hier überhaupt? Ja, danke Musik, dass du mir wieder versuchst, Angst zu machen. Huch. Oh, kleiner Leck. Aha, aha. Das war nicht so schön. Also ich finde es gut, dass wir alle Kisten und so kaputt machen können. Das heißt, wir können im Prinzip auch Strukturen abbauen. Okay, das klang ein bisschen lauter als sonst. Sollte ich Angst haben? Soll ich nicht Angst haben? Hier ist nichts zum Aufsammeln. Es ist schade, das hier wäre ein richtig schöner Spot, um eine eigene Base aufzustellen. Aber das können wir vergessen, weil dieses komische Schädelding hier ist, was auch immer das ist. Aha, hier ist auch der Dungeon. Frag mich, was da drin wäre. Wir können ja auch nicht reingucken, ne? Ich frage mich, wann wir da reinkommen und wie. Und warum hängen da Hasen? Kann ich die mitnehmen? Ich meine, Essen ist Essen. Nein, kann ich nicht. Na, wir gehen einfach mal weiter. Wir müssen halt immer noch einen Standort finden und ich kann langsam nicht mehr hier rumlaufen. Wenn wir noch mehr entdecken und noch mehr Sachen entdecken, die ich mitnehmen kann, dann haben wir ein Problem. Wir gehen einsam durch den Wald. Irgendwie ist das Biom klein. Es ist relativ groß. Wo haben wir angefangen, ist die Frage. Hier ist mein Rückzugsort. Okay. Wir hatten nichts aufgestellt, aber da kamen wir wahrscheinlich her. Oh, hier, Wilhelmine Sasse. Ach, der NPC. Ey, lass uns den mal suchen. Wir suchen den NPC.
Ich frage mich, wer das ist. Also das war... Da stand ja NPCs und Börsen. Also entweder ist eine Verkäuferin oder die ist einfach so da. Und Hallöchen, Wildschwein. Ich möchte bitte nicht kämpfen. Ich habe gerade andere Dinge zu tun. Muss ich da hoch? Ich glaube ja, ne? Ich meine, wir kamen aus der Richtung. Ich gehe einfach mal hier hoch, damit wir den Berg aus dem Weg gehen können. Hopp. Da hätten wir doch eine andere Gegend nehmen sollen. Ach. Nach Hirsche und so. Jetzt mal ganz kurz. Wir sind hier. Was ist das? Besetzung nicht entdeckt. Ey, bist du mir den ganzen Weg hinterhergefolgt? Du bist mir den ganzen Weg hinterhergelaufen. Zum Sterben. Ist das dein Ernst? Was ein Trottel, ganz ehrlich. Ich glaube, wir könnten mal zu der Besetzung gehen. Eben konnten wir das ja nicht. Wegen Ausdauer war das, glaube ich, ne? Wir gehen mal dahin, machen das und dann suchen wir weiter den NPC. Das war hier, ne? War das hier? Ja, wir sind genau davor. Das sollte das sein. Da, wo die Viecher spawnen. Oh mein Gott. Okay, komm her. Erstmal der Schamane. Ah, was war das? Ich brenne. Ich brenne nicht. Ich bin schattig. Ich habe keine Ausdauer und ich habe voll daneben geschossen. Was hat's geleckt? Was soll das? Hallo? Ich hätte gern wieder dieses Machtding, was wir aufgesammelt haben. Was das? Nee, der Schamane hat einfach aufgehört. Der läuft da hinten rum und tut so, als ob nichts wäre. Er geht nicht. Er tanzt ein bisschen hin und her. Okay, deine Freunde sind gestorben. Kein Problem. Ich kümmere mich denn hier rum. Ich meine, wenn du... Muss ich ihn töten, damit das weitergeht? Ja, aber warum hast du denn aufgehört? Was ist denn dein Problem, du Feigling? Ey! Ey! Du Feigling! Haut einfach ab, der Mann. Schwarzpulver. Haben wir das jetzt gemacht? Ey, das hat Geräusche gemacht. Ja, wir haben's. Und ein Hoffnungsecho ist auch dabei. Ah, nur was so aufsammeln, für unseren Kodex zum Aufsammeln. Macht. Können wir eine andere Gunst haben? Die ist ja eben auch weitergegangen, ne? Ja, aufsteigen. Das ist aufsteigen. Gunst des Aufsteigens. Die Fae haben ihnen die Gunst erwiesen. Sie spüren ein Kribbeln in ihren Beinen und fühlen sich, als könnten sie direkt zum Himmel hochspringen. Ehe sie anschließend sanft herabgleiten. Moment, das müssen wir testen. Oh mein Gott. Wir sind einfach in Saints Row angekommen. Ich bin Superman geworden. Yay, yeah, ich bin Superman. Oh, wir müssen keine Berge mehr klettern. Yay, yeah, das ist super. Also die kleinen Fähigkeiten sind ja eine mega gute Edition zu dem Spiel. Edition, ja, Englisch. Was ich mich aber frage ist, das sind ja alles sehr kurzweilige Sachen hier. Warum existieren die? Was genau bringt uns das, dass wir jetzt hier hochspringen können? Ich meine, es ist super cool, weil dem bin ich falsch. Ich würde hier gerne den ganzen Tag rumspringen. Aber was genau soll das? Ja, das Puzzle machen wir nicht. Ich finde es super. Ich würde die ganze Zeit gerne so rumspringen können, aber es läuft halt schon wieder ab. Das ist das Einzige, was ich nicht verstehe. Es sind nur kurzzeitige Sachen, die einem helfen. Aber wofür? Elite Schwarzmagik-Karte. Spielen Sie diese Karte, um einer Welt... eine unendliche Nacht zu bescheren und den Ertrag der gebundenen Ressourcen erheblich zu erhöhen. Das Pergament verströmt den vertrauten Gestank der schwarzen Magik der Gebundenen. Es enthält das Versprechen, den Schwarm anzurufen und die Luft mit ihrer Seuche zu erfüllen, auf dass sie das Land mit ihren Innereien pflastern. Hätte man das nicht ein bisschen freundlicher ausdrücken können? So ein bisschen weniger ekelhaft? Okay, das Hochspringen ist super. Für diese kleine Ecke ein bisschen nervig, aber es ist super. Industriekarte. Spielen Sie die Karte, um den Ertrag an hergestellter Munition und Barren sowie die Herstellungszeit aller Verbesserungen zu erhöhen. Wenn man rausfindet, wir Barren herstellen und unser Inventar ist voll. Wir haben doch auch so eine Stöcke aufgehoben. Da können wir die... Es hat sogar was gebracht. Wir hatten nur ein kleines bisschen. Oh! Kodex. Ein verlorenes Tagebuch eines Druiden. Die Suche nach Ludivine? Ludivine? Oder Ludivine?
Ich denke, ich habe die Antwort auf eine große Frage gefunden, die uns Druiden beschäftigt. Obwohl ich mich all die Jahre allein in den Welten abgemüht habe, auf der Suche nach Geistern, um mit ihnen zu sprechen, wie es mir möglich ist, gibt es dennoch viele, die sich meiner selbst dauerhaft entzogen. Kanuten, Booker, ältere Eoten, sie alle kehrten mir den Rücken und zeigten sich angesichts meiner verzweifelten Gesuche taub. Doch ich vernahm Kunde von einer Spiritualistin namens Ludivine St. Clair, die sich in einer entfernten antiquarischen Sumpfwelt aufhält. In der Sumpfwelt also. Und jetzt haben wir auch unsere super, ich sehe gerade unten, unsere Gunst haben wir verloren. Ich verstehe nicht, wofür die Günste haben, dass die nur so kurz sind. Jedenfalls, sie arbeitet sowohl mit den Hermetikern als auch meinen Druidengefährten zusammen und hat dort, wo ich gescheitert bin, Herausragendes erreicht. Wahrlich eine erstaunliche Frau. Anfangs zweifelte ich an ihrer Glaubwürdigkeit. Aller Ortsgefährden, Scharlatane, das Vermächtnis der alten Sitten. Noch nun bin ich überzeugt. Sie praktiziert Louisiana-Voodoo, etwas, wovon ich rein gar nichts verstehe. Doch es fasziniert mich ungemein. Ihre Überzeugungen ähneln den meinen auf verblüffende Art und Weise. Und wie ich konzentriert sie sich in ihrem Schaffen vor allem auf eine Vereinigung mit den Geistern. Genau wie wir haben die Voodoo-Priesterinnen zeremonielle Gewänder, Symbole, die in den Boden geritzt werden, oder rituelle Tänze. Ich hörte, dass Ludivine gar auf Methoden zurückgreifen würde, die von den Druiden abgelegt wurden. Womöglich werde ich zukünftig Gerüchten weiter aufmerksam lauschen, um zu sehen, ob ich noch mehr erfahren kann. Also, falls du noch mehr erfahren kannst oder konntest, ich hoffe, wir finden mehr Notizen und du hältst uns auf dem Laufenden. Was ich ein bisschen vermisse, sind die Namen bei den Briefen. Da steht aber nicht, von wem das geschrieben wurde, und ich würde gerne wissen, wer. Ich möchte so dieser... Ach, einen Essenzhändler gibt es da auch. Und eine Bastille. Ja, das wissen wir ja. Die Bastille, da gehen wir nicht hin. So, wir müssen gleich zu einem See kommen. Und dann sollten wir... Was ist denn das? Und dann sollten wir auch schon diese Wilhelmina finden, oder wie die heißt. Das sind Gräber einfach nur. Sollten wir beten oder so? Oh, wir klauen einfach die Opfergabe. Das ist das Einzige, was wir hier tun. Ah, hier ist der See. Und sie ist wahrscheinlich da. Oder? Nee. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Einmal sehen. Ich will sehen, wie NPCs aussehen in dem Spiel. Ich war mir unsicher, ob es welche geben würde, aber ansonsten wäre die Welt wirklich sehr leer. Storymäßig passt es ja, wenn die Welt mehr belegt ist eigentlich. Ich hoffe, wir finden noch irgendwann mal Städte außer Nightingale. Wilhelmina! Ich bin auf dem Weg zu dir! Bitte warte auf mich! Und hopp! Was ist denn das? Das ist schon wieder ein Dungeon, oder? Da oben ist schon wieder so ein Portal. Das ist sie aber. Ist sie in einem Dungeon? Kommen wir da nicht rein? Ich verstehe nicht ganz. Müssen wir erstmal... Wahrscheinlich kommen wir erst im Tutorial weiter, wenn wir uns den Steinhaufen aufgestellt haben irgendwo. Hier anderen Überlebenden helfen. Ja. Da ist sie. Wilhelmina. Essenzhändler und die Company. Ina. Oh, wir haben Menschen gefunden. Wie cool. Hey. Ah, Besuch. Sie sind die einzige gute Seele, die wir bisher in dieser Welt angetroffen haben. Und ihr Anblick ist ein äußerst wohltuender. Aber wer sind sie? Oh, wir können sogar Antworten wählen. Also erstmal, danke für dieses Kompliment, dass du sagst, unser Ansehen ist wohltuend. Und zweitens, du kannst nicht wissen, ob wir eine gute Seele sind. Ja, vielleicht rauben wir euch durchaus, denn ich würde dich ausrauben, um diese Kleidung zu bekommen. Denn das, was ich anhabe, ist nicht mehr schön. Und drittens ist das mega cool, dass wir auch tatsächlich auswählen können, was wir sagen. Ich bin auf der Flucht vor der Katastrophe. Diese Welten sind mir neu und ich versuche zu überleben. Es ist nicht gerade meine Art, Fremden derartige Informationen preiszugeben. Sie haben es mit einem Ausnahmeweltenwandler zu tun. Wir wollen nicht ganz so hochnäsig sein. Ich versuche zu überleben. Vielleicht können sie uns ja irgendwie helfen. Wirklich erfrischend, ein so offenes Buch wie sie anzutreffen. Bestimmt steckt es voller erzählenswerter Geschichten. In letzter Zeit tummeln sich in den Welten viele neue Gesichter.
die jede Menge tolle Geschichten zu erzählen haben. Das Sammeln dieser Geschichten ist mein Beruf, wissen Sie? Wilhelmina Sasse, Kolumnistin der besten Zeitung von Nightingale, dem Sunday Courier. Überaus erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Freut mich auch. Also, wenn Sie materielle Dienste bedürfen, Nahrung, Ausrüstung, Schutz, dann können meine Gefährten hier Ihnen sicherlich weiterhelfen. Neue Kunden sind immer stets willkommen. Kannst du uns nicht ohne uns als Kunden zu bezeichnen helfen? Oh, die Ina will, glaube ich, durch. Die guckt uns auch hintern ganz schön extrem. Ina, ich weiß, du läufst hier nur mit zwei anderen Leuten rum, aber du kannst nicht, wenn du flirten willst, ja, mach das ein bisschen diskreter, ja, und nicht einfach hinter meinem Hintern stehen bleiben und draufschlagen. Sie sprachen von Schutz. Ich weiß nicht, kann ich nur eine Frage stellen? Das sind ganz schön viele Fragen. Ich frage erstmal, ob Sie wegen Nightingale City, ich würde gerne wissen, wie wir da hinkommen. In der Tat, bin ich. Nur wenige andere Städte bieten ähnlich interessante, köstliche Stoff. Bieten wenig interessanten, köstlichen Stoff für meine Arbeit. Wissen Sie denn, wie man zurück in die Stadt gelangt? Ja, das möchte ich wissen. Leider nicht. Ich würde die von mir gesammelten Erzählungen zu gerne abdrucken lassen. Doch alle üblichen Routen nach Nightingale existieren nicht mehr. Oh Gott. Wahrscheinlich müssen wir irgendwelche Routen selber finden mit einem Portal. Nachdem das Portalnetzwerk zerstört ist, verschlägt es uns unerwartet in die verschiedensten Welten. Und selten zweimal hintereinander. In dieselbe. Das macht die Navigation zu einer großen Mühsal. Und doch steigt die Nachfrage nach Kompass und Pergament stetig an. Also wenn das Portalnetzwerk so zerstört ist wegen dem Nebel, ich frage mich, ob wir das irgendwann wirklich schaffen, nach Nightingale zu kommen und die Story tatsächlich vorbei ist. Weil ich weiß nicht, können wir das Spiel abschließen? Es gibt bestimmt einen Abschluss zu dem Spiel. Sie sprachen von Schutz? Allerdings tat ich das. Mein geschätzter Kollege hier ist stets auf der Suche nach Arbeit. Und er ist hier bestimmt irgendwo. Er ist von der ruhigen Sorte, aber ein fähiger Kämpfer, Baumeister, Handlanger, was auch immer Sie mit ihm anstellen wollen. Heißt das, wir können uns ein NPC mitnehmen? Wenn ja, auf jeden Fall. Hallo, ich hab gerne jemanden, der mit mir kämpft. Und ich könnte mir vorstellen, dass er Sie nur allzu gerne begleiten würde, sobald seine Arbeit hier beendet ist. Wir können tatsächlich jemanden als Begleitung haben. Ich kann endlich einen Begleiter haben, einen Diener. Wir haben einen Handlanger für uns selbst. Er wird alles für uns bauen müssen. Alles. Ich werde keinen Finger rühren. Das erscheint mir vernünftig. Warum sollte mich Ihre Arbeit kümmern? Kann ich nicht einfach bezahlen und weiterziehen? Nee, das erscheint mir vernünftig. Ich hätte gerne diesen Typen bei mir. Überlebende finden. Weltenwandler können andere Überlebende bei der Suche nach Nightingale helfen. Wenn sie Aufgaben für sie erfüllen, können sie sie für ihre Gruppe rekrutieren. Rekrutierte Überlebende können ihnen beim Sammeln, Ernten von Ressourcen, beim Einrichten von Bauten und beim Kampf gegen Feinde behilflich sein. Weltenwanderer können Überlebende mit besserer Ausrüstung ausstatten, damit diese die Gefährten der Welten besser meistern können. Die Gefahren. Sie können Überlebende die Erlaubnis erteilen, Behälter zur Lagerung zu benutzen, indem sie die Genehmigung für jeden Behälter ändern. Sehr cool, das müssen wir uns merken. Nicht, dass wir ausgeraubt werden von der Company. Und da sie einige der größeren Welten selbst gesehen haben, haben sie bestimmt ein paar feine Geschichten auf Lager, an denen wir uns ergötzen könnten. Wenn sie wieder hier sind, schließlich sind alle Neuankömmliche gut für das Geschäft, egal wie sanftmütig sie auch sein mögen. Hey, ich bin nicht sanftmütig. Ich werde dich verprügeln, wenn ich muss. Ich bin gerade erst vor einer Katastrophe geflohen. Wissen Sie, was auf der Erde passiert ist? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Wir haben ganz schön viel Krieg gehört, ne? Das klang, als ob irgendwelche Bomben hochgehen würden über uns. Etwas regelrecht Schreckliches, wie ich ahne. Manche meinen, die Fae wären schließlich doch zurückgekehrt und würden Rache suchen. Andere, dass fehlerhafte Verkabelungen eine Seuche aus der Leere beschworen hätten. Unabhängig davon bin ich darüber entzückt. Du bist darüber entzückt, dass wahrscheinlich Millionen von Menschen gestorben sind? Ich hatte hier in den Welten andere Dinge zu tun und bekam von der Sache selbst nichts mit. Doch sie war jedenfalls dafür verantwortlich, dass unsere Preise steil nach oben schnellten. Oh, die Frau, die will nur Profit machen. Die weiß nicht mal, ob ihre Familie noch lebt. Vielleicht hat die ein Kind da oder eine Mutter oder so. Och, ist egal, ob die tot ist oder gerade in irgendeiner Welt sich mit Monstern abplagen muss. Hauptsache, ich kann mehr verkaufen und verdiene mehr Geld. Das macht sowieso keinen Sinn, die verdient doch eigentlich noch weniger Geld, wenn da keine Kunden mehr sind.
Wie können Sie angesichts dieser Tragödie bloß an Profit denken? Das will ich auch gerne wissen. Das Klicken der Münzen und eine spannende Geschichte wirken wahre Wunder für ein gescholtenes Gewissen? Was bedeutet gescholten? Das Wort kenne ich gar nicht. Mal kurz einen Schluck trinken. Ich werde vielleicht ab und zu öfters mal einen Schluck trinken während der Aufnahme. Ich habe Halsschmerzen heute. Also, noch mehr Fragen. Können Sie mir irgendetwas über die Blässe erzählen? Über den Nebel, der vom Pariser Tanzett aus unserer irdischen Heimat zerstört hat? Ich könnte Ihnen allerlei obszöne Beschreibungen liefern, doch die Widersprüche sind genauso vielfältig wie die Menschen, die vor ihr geflohen sind. Und ich habe auch keinen Favoriten gekürt. Immerhin kann ich mit einiger Gewissheit sagen, dass sie bei Betroffenen Schreckliches anrichten. Niemand, der jemals eintrat, kam je wieder hier raus. Das klingt ja fürchterlich. Ich frage mich aber, wo sie landen. Vielleicht sind die Fäh... Ich weiß ja nicht, wenn es wirklich die Fäh sind, die diese grauenvolle Seuche auf uns losgelassen haben. Vielleicht bringen die uns ja irgendwo anders hin. Vielleicht müssen wir ja für sie Wiedergutmachung leisten oder sowas. Ich kann mir das vorstellen, aber ich bin gespannt. Oder wir werden von riesigen Monstern verspeist. Kann auch sein. Arbeiten diese Händler auch für Sunday Kurier? Oh, gute Güte, nein. Diese feinen Herrschaften sind Angestellte der Northern Transept Trading Company. Sie finanzieren unsere Zeitung und vertreiben in den Welten allerlei begehrte Ware. Eine besondere missliche Angelegenheit brachte diese beiden hierher. Vor der Katastrophe arbeiteten sie an einem Holzfäller-Außenposten, der durch den Zusammenbruch des Netzwerkes von jeglichem Nachschub abgetrennt wurde. Gerüchten zufolge ließen sich die übrigen Mitarbeiter der Company unter dem Vorwand des Überlebens zu abscheulichen Taten hinreißen. Es ist nicht fernab von der Realität, wenn irgendwas passieren würde. Das würden viele Menschen tun, leider. Haben Sie in letzter Zeit irgendwelche Gerüchte gehört? Sie hätten gerne eine aktuellere Episode? Da habe ich doch bestimmt etwas für Sie. Natürlich kann ein vernünftiger Weltenwandler wie Sie bestimmt verstehen, dass ich meine Leistungen in solchen turbulenten Zeiten nicht einfach umsonst anbieten kann. Ich würde im Gegenzug bloß einen Blick auf die Echos in Ihrem Hermetiker-Handbuch werfen. Die Gelegenheit, direkt in die Gedankenwelt eines anderen zu blicken, möchte ich unbedingt nutzen. Ich wusste nicht, dass wir die verkaufen können. Haben Sie da draußen in den Welten von jemandem Nennenswertes gehört? Vielleicht hat sie ja von dieser Sita gehört. Wie es scheint, treiben sich hier jede Menge ihrer Weltenwandergefährten in den nahen antiquarischen Waldwelten herum. Doch sie sollten sich dort besser vorsehen. Ich traf auf meinen Reisen einen gewissen Aurelio Acevedo Ortega und ich habe noch nie jemanden gesehen, der so offensichtlich am Goldrausch litt. Oh, das ist nicht gut. Der Einfluss von Magik kann dem Verstand gehörig zusetzen. Und trotz seiner eher stumpfen Empfindsamkeit ist dieser Mann zweifellos den Wahnsinn verfallen. Vielleicht können wir ihnen ja helfen, falls wir ihn treffen. Ich meine, so einen psychopathischen Wahnsinnigen in meinem Lager zu haben, klingt gar nicht mal so schrecklich. Vielleicht geht er dann ja auch auf die Wölfe los wie wir mit einem Messer und mit einem Kampfschrei. Gut, dann vergessen Sie es. Können wir noch irgendwas fragen? Nein, wir können nur gehen. Das wäre erstmal alles. Ich dachte, wir können was bei ihr kaufen. Wieso müssen wir hier Ressourcen hinzufügen? Hier ist auch so ein Weltengenerator. So, wir reden mal mit Ina. Group Activity. 1 bis 6 Spieler, andere Überlebende helfen. Eine überlebende Person in der Nähe benötigt ihre Hilfe bei der Fertigstellung eines Bauwerkes. Helfen Sie ihr dabei, das Bauwerk fertigzustellen, um eine Belohnung zu erhalten. Also gut. Wahrscheinlich das hier, oder? Ist das das, Ina? Kommst du jetzt mit mir mit? Nee, kommt sie nicht. Ich habe es nur angenommen. Wir können sie aber rekrutieren, wenn die mir geholfen haben. Dann haben wir die gute Ina bei uns. Also wenn da steht 1 bis 6, ich weiß, dass man 1 bis 6 an sich haben kann als Freunde, die man einigt beim Spielen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch... Ey! Oh, ist ja gut. Dann bringe ich dich halt um. Dass wir eventuell auch 1 bis 6 NPCs haben können. Also in dem Fall 5, weil wir sind ja nur eine Person. Oh, komm her. Also ich würde mir gerne so eine kleine Armee aufbauen. 6 Leute, die OP sind. Huch, da ist ja noch einer. Ja, 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 ich weiß, du willst auch mitleiden. Okay, ich kann das verstehen. So alleine noch leben zu bleiben, wenn die ganze Familie vor ihm umgebracht wurde, ist bestimmt nicht das Beste. Keine Sorge.
Habe ich jetzt für dich beendet? Kannst du aufheben? Ja. Aber ich habe leider keinen Platz mehr. Der hat eine Essenz fallen lassen. Der hat 111 Essenzstaub fallen lassen. Oh, ich wusste gar nicht, dass sie das auch fallen lassen können. Ich dachte, das können nur wir herstellen. Wir können das ja beim Essenzhändler, können wir bestimmt auch normale Sachen verkaufen, oder? Wir müssen einmal gucken, weil wir zu schwer sind. Vielleicht hat er auch ein paar Kleidungsstücke für uns, aber ich glaube, es ist nur die Essenzen. Der Schlafsack. Beine haben wir nicht. Der Schlafsack. Da fehlen uns wieder Stöcke. Ganz kurz will ich mit Morris reden. Okay, der redet gar nicht mit uns. Ach, das ist das, was wir schon bei N gesehen hatten, ne? Aber wir können es nicht kaufen. Dieser Gegenstand umfasst gewisse nicht freigeschaltete Anforderungen. Kaufen Sie den Gegenstand in diesem Laden, um sämtliche Anforderungen freizuschalten. Ah, wir können es also kaufen. Es ist nur ausgegraut. Ah. Okay. Wir können eine Angel theoretisch kaufen. Und uns Fische angeln. Ich glaube, wir holen uns eine Angel. Was gibt's denn noch? Weltkarten. Anwesenadresskarten. Spielen Sie diese Karte, um direkt die Schwebewelt eines bestimmten Spielers aufsuchen zu können. Ein Geschenk für andere Spieler. Nee, wir haben ja niemanden, mit dem wir das spielen. Entdeckerkarte. Spielen diese Karte, um schneller zu reisen und ihre Widerstände gegen den meisten Schadensarten zu verbessern. Anglerkarte. Spielen Sie diese Karte, um ihre Anglerfähigkeiten und den Ertrag zu verbessern. Und Festmahlkarte. Die Festmahlkarte haben wir schon, ne? Ich glaube aber, wir holen uns eher andere Sachen. Tischlampe, Kronleuchter. Bauten primitiv. Holzdächer, Steindächer. Ist es gut, wenn wir das kaufen? Einfacher Sägetisch. Wir können also Deko kaufen. Oder wie? Hier ein Schmelzofen, ein Sägetisch, Steinmetzbank. Wir holen uns mal einen Schmelzofen. Doch, ganz cool. Einfache Nähbank, einfache Werkbank. Ah, die hätten wir holen sollen. Stimmt, eine Werkbank haben wir noch gar nicht frei. Aber die kriegen wir bestimmt. Soweit wir uns irgendwo was aufbauen. Also soweit wir uns irgendwo Dings aufbauen, ein Zuhause. Und eine Wasserflasche können wir auch einmal holen. Okay, dann haben wir ein bisschen geholt. Leider verkaufen ging nicht, ne? Nee, verkaufen können wir leider nicht. Was ist das da unten eigentlich? Dieses Postzeichen, wie kann ich mir das ansehen? Ah, das ist Chat einfach nur, okay. Wir brauchen Steine. Ach, dass wir so voll sind, ist ein bisschen blöd. Warum sind wir nicht ausgeruht? Habe ich mich ausgeruht aus Versehen? Ich kann mich nicht dran erinnern. Kann gut sein, dass ihr das aus Versehen gemacht habt. Ich finde es cool, dass wir endlich mal Leute getroffen haben. Ist ja doch nicht ganz so einsam hier. Ach, ich bin auf dem Weg, Ina. Ich habe deine Steine. Die verdammte Adelsfrau hier. Als Adelsfrau sollte ich eigentlich keinen Finger krümmen müssen. Was soll denn das? Was steht denn da hinten? Achso, das ist unser Mauscursor. Ich dachte gerade, da hinten steht noch jemand mit so einem Zeichen. Das ist meine Liebe. So, das und... Ach ja, Stöcke. Und top. Ja, Mann, dieses Gewicht ist so ätzend. Ich hasse es, dass wir so langsam sind. Wir müssen so schnell es geht einen Rucksack herstellen. Irgendwie müssen wir das doch hinbekommen. Wir kriegen ganz viele Pflanzenfasern. Ich hätte aber lieber Stöcke. Hier sind Stöcke auf dem Boden. Perfekt, das müsste reichen. Also ich glaube, das waren auch die einzigen NPCs, die auf dieser Karte gerade sind. Jedenfalls sah das so aus. Es stand ja auf den Karten drauf. Es gibt nur die Company und eben die Frau hier, die Wilhelmina. Schrecklicher Name übrigens, aber jedem das seine. Oh. Essenzstaub? Wieso durfte ich mir das jetzt einfach nehmen? Habe ich das jetzt geklaut? Rekrutieren. Ja, wir haben sie. Wir haben... Können wir ihr unsere Sachen geben? Und können wir ihre Kleidung klauen? Wir könnten uns ihre Kleidung klauen, oder? Das sieht mir einfach besser aus als sie. Das wäre angenehm. Ich glaube, das machen wir gleich. Erstmal gebe ich ihr meine ganzen schweren Sachen, bitte. Langsam habe ich keine Lust, mir das zu tragen. Wir können ihr das tatsächlich geben. Oh mein Gott, das ist so angenehm.
Ich hoffe, wir müssen sie nicht füttern oder sowas. Das wäre ein bisschen blöd. Wir warten es einfach ab. Was ist denn sonst noch schwer? Der Rest sieht doch eigentlich alles okay aus. Hier, du kannst unsere alte Kleidung haben. Kann ich ihre Kleidung anziehen? Den Kittel beispielsweise? Guck mal, kann ich sie das anziehen lassen? Ausrüsten? Tatsächlich, ich kann sie das anziehen lassen. Sind die Schuhe besser als meine? Ich glaube ja. Ich krieg die besseren Sachen. Du hättest mir nicht vertrauen sollen. Du kriegst jetzt meine ganzen schlechten Sachen, während ich mir alles Gute von dir klaue. Die arme Dame. Ich weiß, sie muss für mich kämpfen und eigentlich ist das wahrscheinlich ziemlich schlecht. Ich habe meine Hose gerade runtergeworfen und ich habe sie theoretisch immer noch an. Ausrüsten. 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 Die Sachen sind eindeutig besser als meine Sachen. Und ausrüsten. Die sind nämlich Level 16. Ja, die sind eindeutig. Ich denke mal, die sind besser. 5. Obwohl die Schuhe ist 1, 1. Was ist damit? 10. Ja gut, die sind trotzdem besser, die Sachen. Und auch den Hut einmal ausrüsten. So, meine Hose würde ich gerne wieder aufheben. Und jetzt mit Ina reden. Ausrüstung verwalten. Schade, dass wir kein Gespräch mit ihr führen können. Ist das Hemd auch besser? Ich glaube, das Hemd ist auch besser. Aber das sieht aus wie das gleiche. Egal. So, du kriegst einmal das und rüstest es bitte einmal aus. Gott sei Dank ist das Menü auch relativ einfach. Moment, wir geben ihr lieber das zum Ausrüsten. Ausrüsten. Das Kleid ist vielleicht nicht ganz so gut. Oh, die hat auch einen Rucksack, die Dame. Der Hut. Den kann sie auch einmal ausrüsten. Die hat auch bessere Unterkleider als wir, also von daher. Die Hose kannst du auch einmal ausrüsten. Hat sie jetzt alles ausgerüstet? Ja, ne? Handschuhe nicht. Und unser Hemd, das kriegt sie gleich. Erstmal müssen wir das ausrüsten. Dieses Instant-Klamotten-Klauen von Leuten. Das wird mir ja fast leid tun, aber es sind meine Klamotten offiziell. Also tut mir leid. Ausrüsten, so. Ich glaube, das war's, ne? Haben wir die Handschuhe ausgerüstet? Ne, haben wir nicht. So. Ina, du musstest zwar deine ganze Kleidung teilen mit mir, aber das muss nun mal sein, okay? Immerhin haben wir die Ina jetzt. Mit ihm können wir nur handeln, mehr nicht. Komm, Ina, geh mal nach oben. Ich würde mal interessieren, was hier oben ist. Und ich würde auch gerne meine Sachen hier loswerden und nochmal was trinken. Also diese Halsschmerzen sind wirklich eine Qual. Eigentlich eine dumme Idee, nebenbei aufzunehmen, aber ich habe ziemlich oft Halsschmerzen tatsächlich. Ich war damit auch mal beim Arzt, da ist eigentlich gar nichts. Ich weiß nicht, woher das sonst kommt. Also von daher einfach ertragen, ja, Augen zu und durch. Ab und zu ist weniger schlimm, ab und zu ist mehr schlimm. Heute ist es ein bisschen schlimmer, aber zwischendrin trinken ist doch immer, das hilft doch jedes Mal. Einfach gleich einen Tee trinken, wenn ich fertig bin. Warum hockt meiner eigentlich so komisch? So, ich höre das Portal. Aber ist hier auch noch was anderes, außer das Portal? Ja, hier ist ein Hoffnungsecho. Erste Schritte der Initiierten. Initiation in den Orden der Ritter des Roten Kreuzes. Oh. Ihr steht nun vor der Passage zu unserem ersten geheiligten Kraftort. Trotz seiner gedrungenen Gestalt schien er auf uns herabzublicken. Seine Rüstung glänzte im Schrein der untergehenden Sonne und er verkörperte Mut und Tapferkeit, wie ich es mir von einem Ritter vorgestellt hatte. Diese Schwelle zu überschreiten heißt, unsere Reihe würdig zu sein. Niemand, dem es an Courage, Kraft, Herz fehlt, wird die Grenzen unserer uralten Magik überwinden können. Wer hier ins Straucheln gerät, dem bleibt dieser Schritt auf ewig verwehrt. Meine Hände zitterten und mir stockte der Atem. Der Gedanke daran, nach lebenslanger Sehnsucht kurz vor dem Ziel abgewiesen zu werden. Wenn eure Absichten aufrichtig sind, junge Knappen, dann werden wir uns auf der anderen Seite wiedersehen. Das versichere ich euch. Als Gleiche untergleichen. Würdevoll wandte er sich von uns ab und verschwand in den schimmernden Magik des Tors. Schon Augenblicke danach schien es wieder so gefestigt zu wie zuvor. Wir näherten uns. Aber da rein kann ich nicht.
Ich frage mich ja, wann wir da rein können. Ich will auch diesen Ritus machen. Ich will auch einer von den Rittern sein. Einer von den roten Rittern. Okay, Wilhelmina, ich klaue mir deine Freundin da. Das ist jetzt meine Freundin offiziell. Das ist jetzt mein Bay. Ach, Bay. Ekelhaftes Wort. Das ist jetzt meine Geliebte. Die kommt jetzt mit. Bis ich diesen komischen Verrückten finde, weil den Verrückten finde ich besser. Der klingt einfach schon witziger. So, wir müssen jetzt endlich mal einen Ort finden, wo wir hin können. Was ist das da? Weltliches Transmuter? Brauchen Sie kleine Weltkarten? Okay. Und ein Portal. Ach, die hat direkt abgebaut. Okay, praktisch. Ich hoffe, du nimmst das auch mit. Mann, hör auf, wie Scrooge zu laufen. Warum? Wie sah das Ding das auch? Guck mal. Guckt euch das an. Ich bin Ebenezer Scrooge geworden. Wer ist sie da vorne? Ina ist der Geist der vergangenen Weihnacht. Ach ja, das war aber mein Lieblingsgeist. Die vergangene Weihnacht war schön. Alles, was danach kam, war einfach nur... alles, was danach kam, war einfach nur tragisch. Na komm, Ina. Ansonsten müssen wir ein Lied singen. Sag mal, hör auf, so komisch gebeugt zu laufen. Das sieht verstörend aus. Ich nehme meinen Regenschirm in die Hand. Oh, hätte ich mal den anderen Regenschirm nicht extra geht, dann hätte ich ihr einen geben können, ne? Ich glaube, sie hat keinen gehabt. Oh, ich wollte gerade in ihr Inventar gucken. Das geht ja gar nicht, außer ich spreche sie an. Die baut wieder ab, die Dame. Die ist fleißig. Oh, ich bin so froh, dass man Rekruten haben kann. Bauen wäre sonst echt ätzend gewesen. Das geht zwar schon schnell, aber ich bin froh. In Palworld hat man ja auch die Hilfe. Und das macht es sehr viel angenehmer, tatsächlich mal zu bauen. Da hat man mehr Spaß dran. Wir müssen unbedingt aber mal einen Platz finden. Nicht Steinplatz, um unseren Steinhaufen aufzustellen. Und ich glaube, wir nehmen einfach da unten die Fläche, oder? Irgendwann wird es ja mal Zeit. Oh, was... Was ist das? Was hat er denn da gerade gemacht? Habt ihr das gesehen? Ist das ein Boss? Was macht er da? Wir müssen uns das ansehen. Ich will sehen, was er macht. Und, oh, du hast dich vor uns geportet. Ob der böse ist, müssen wir jetzt rausfinden. Ich habe mein Messer. Ich bin bereit, ihn abzustechen. Der sieht ja richtig schön aus. Er scheint nicht böse zu sein, aber er hat hier irgendwas liegen lassen. Oh, Holz. Hat er abgebaut? Wieso sollte er denn abbauen? Ja, ich weiß, Wilby. Ich hatte euch schon gehört. Ich will aber sehen. Der macht ja tatsächlich die Bäume kaputt, während er durchläuft. Was ist denn das für ein Wesen? Ich kann durch ihn durchlaufen. Was, wenn ich ihn angreife? Oh, der ist immun. Oh, und er haut ab. Ey! Warte, ich wollte gar nicht angreifen. Das war nur aus Versehen. Okay, Hauptsache, er greift nicht mich an. Ich hatte ganz kurz Angst. Der macht aber alles kaputt. Das ist ja cool. Was ist das für ein... Ach man, Wölfe, ihr habt alles kaputt gemacht. Ich war hier gerade schön am Gucken. Was ist er denn für ein Wesen? Mann, Wölfe, ihr seid nervig. Also das Viech sah echt cool aus. Gut, dass es ihn nicht angegriffen hat. Das war ja so ein Sternenbild-Hirsch. Sollen wir ihn nennen? Luna der Hirsch? Na, Luna ist ein langweiliger Name. Wir nennen ihn Fritz. Fritz, Gerald? Fritz Hirschelt? Fritz Hirschelt nennen wir ihn, weil Hirsch, ja? Ich weiß, das ist schlecht, aber trotzdem. Das hier... Puzzlecore, aber das ist doch schon offen. Oder taucht das einfach auf, wenn wir das gemacht haben? Wir gucken mal. Eigentlich will ich die Puzzle nicht machen. Oh, ich war hier schon. Aber hier ist ein Hoffnungs-Echo, was ich nie aufgehoben hatte. Ein einfacher Hammer. Ach, ich war hier anscheinend schon. Stimmt. Bei der Statue waren wir ja tatsächlich schon mal. Das habe ich komplett vergessen. Sind wir einmal im Kreis gelaufen? Dann müssen wir wirklich mal hier aufschlagen, unser Lager. Noch mehr laufen lohnt sich nicht. Ich glaube, dann stellen wir das auch einfach hier auf, oder? Das ist kein schöner Platz, wenn ich ehrlich bin.
Aber es ist wenigstens ein relativ offener Platz. So fürs Erste. Wir können ja immer umsiedeln, wenn wir müssen. Wir werden auch nochmal umsiedeln. Wir stellen das erstmal hier auf, weil langsam möchte ich nicht mehr suchen.